8. Juli 2020. Emsigs Schaffen am Werdenberger See. Genau einen Monat vor der Premiere wird die Tribüne und die Bühne für die Oper Carmen aufgebaut. Dazu gibt es auch eine spanische Bodega und lauschige Apro-Plätzli direkt am Werdenberger See. Die Opera Carmen vom Georges Bizet bringt spanisches Ambiente und Temperament ins Werdenberg. Carmen, die wohl meist aufgeführteste Oper weltweit, im Werdenberg aber ist im 2020 ein Jahrtausendwerk. Zum einen, weil sie das letzte Mal 1999, damals auch im Schlosshof vom Schloss Werdenberg, aufgeführt worden ist. Zum anderen, weil in dieser Covid-19-prägten Zeit die Durchführung einzigartig ist. Planung ist alles. Mut, Weitsicht, Ideen, ein Team, das alle im gleichen Strick zieht. Alle. Solisten, der Chor mit 57 Sängerinnen und Sänger, die Musiker, über 40 übrigens, und die vielen anderen, die das ermöglichen. Engagement und viel Einsatz braucht es. Impressionen und Stimmen zwei Wochen vor der Premiere. Me, 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 me. Sehr schön. Carmen, Werdenberger Schlossfestspiel 2020, in genau zwei Wochen ist Premiere. Und das kann man sagen, neben allen anderen Mitwirkenden ist das natürlich wirklich auch dein Verdienst, Jörg. Es hat einiges gebraucht. Hinten bei dir sieht man jetzt die neue Bühne. Es ist dreiteilig. Die Bühne ist viel grösser geworden, die Tribüne ist viel grösser geworden. Es hat einiges gebraucht, oder, um das einzukriegen. Ja, natürlich. Ja, es hat einiges gebraucht. Aber es hat vor allem die Initialzündung von Kuno gebraucht. Also das ist er, der wirklich das so durchgezogen hat. Nachher mit allem, mit den ganzen verschiedenen Gremien, dann mit allen Teilnehmern. Das ist das, was wichtig war. Und wir haben natürlich sehr viel müssen umstellen, aber es ist dank allen, wo allen und alle Zeugen mit, dank denen ist es gelungen. Ist es einfach auch gerade, weil du jetzt so schweizerisch verantwortlich gewesen bist für Schutzkonzepte, weil du die ausgekannt hast? Oder ist das jetzt einfach eine Initiative hier am Werdenberg gewesen? Ja, wie so vieles wächst einfach aus dem Werdenberg aus, selbstverständlich. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich dort jetzt von Anfang an dabei war und immer involviert war und dort auch Zugang hatte zu den neuesten Erkenntnissen. Und es ist einfach unheimlich wichtig, dass es überhaupt stattfinden kann. Ist es noch ein bisschen getötterlich, dass eine Bühne ist auf dem Papier natürlich abgenommen, oder? Aber jetzt sind die Fallzahlen wieder ein bisschen gestiegen. Ist das noch ein bisschen eine Nervensache jetzt noch? Ja, selbstverständlich ist es eine Nervensache, weil ich glaube, wir sind ja seit allem ein halbes Jahr mit nichts mehr anderem beschäftigt. Man hat das Gefühl, es gäbe nichts mehr anderes und selbstverständlich beschäftigt es auch uns. Aber uns beschäftigt es vor allem auch einfach auf der Inszenierungsseite. Also wie kann man das wirklich auch so durchkriegen? Wie kann man das spielen? Und ich bin sicher, dass es eine gute Sache gibt. Und wenn wir ehrlich sind, einfach absagen, das ist einfach gemacht. Aber es dient der Sache eigentlich nicht, dem Ganzen dient es nicht. Es schürt auch Angst und so weiter, die vielleicht gerne nicht nötig wäre. Also es gibt eben auch Möglichkeiten, wie du es gezeigt hast, dass man über etwas durchführen kann, wenn man eben dementsprechend bereit ist, um das anzupassen. Ja, ich denke, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Es ist wichtig, dass alle mitziehen und dass jeder in seiner Eigenverantwortung das so wahrnimmt und das so spielt und dort seine Rolle wahrnimmt für alle miteinander. Weil wir sind sehr, sehr viele Leute und wir kann die Schutzabstände kann man einhalten, man kann die Schutzkonzepte einhalten, aber es ist wie auf der Straße, man weiß halt nie, was einem dann wirklich entgegenkommt. Und du bist, habe ich festgestellt, immer da bist du auch da, also du bist eigentlich fast immer präsent da. Nein, bin ich natürlich nicht fast immer präsent, aber es ist mir auch wichtig, dass wir einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ein Entstehungsprozess, es ist ein kreativer Entstehungsprozess und der ist unheimlich wichtig. Und für mich ist es einfach wichtig, weil mich berührt das und es ist unheimlich schön, wie man sieht, wie das Ganze jetzt entsteht. Wie bist du jetzt auf die drei Teile von der Bühne gekommen? Also von der Tribüne gekommen, Entschuldigung, ja. Also das war Kuno seine Idee. Der Kuno ist mal gekommen und gesagt, komm, wir teilen uns doch einfach auf und bauen eine Arena. Dann habe ich gefunden, wie cool ist das denn? Weil das ist ja das, was es wieder ausmacht. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wir werden neue Inszenierungen sehen und wir werden neue kreative Ansätze sehen. Und ich freue mich extrem drauf. Ihr müsst bereit sein dafür, auf eins einen Atem zu nehmen. Se, da kann man sich da, aber se, auch kurz. Se, lang. Das war super jetzt. Genüssen's, dass er so schreien dürfen und so kreischen und so wild sie dürfen. Ja, es geht darum, dass man über tief schnuffert, wie beim Staunen vom schönsten Moment von eurem Leben. Oder? Und dann anschließend dort den Klang sozusagen entwickelt, der genau dort dann auch beim Publikum die Gefühle hervorrufen soll.
Und ist ganz klar, der Chor natürlich spielt nebst einer ganz guten Solistinnen und Solisten natürlich auch sehr eine zentrale Rolle. Natürlich. Ja, sie haben im Chor immer wieder gesehen, auch in der Probe, hey, ohne Chor gibt es keine Werdenberger Schlossfestspiele. Wir sind der Keim, der Grund, warum es die Opernfestspiele gibt. Und eben natürlich sehr schnelle Passagen, gell? Natürlich verleihen Sänger wirklich sehr grosse Herausforderungen. Ja, die besondere Herausforderung bei Carmen war, dass es französisch ist und dass es wahnsinnig schnell ist und dass es oft im Offbeat beginnt. Das heißt, man muss immer auf 1 nichts machen und anschließend quasi und dann au secours. Und das ganze gemächliche alpenländische Denken weglassen. Ja, der alpenländische Aspekt ist schon ein bisschen Gemütlichkeit und das ist im französischen schnellen Parlieren sozusagen immer ein bisschen eine heikle Sache. Also jeder und jede im Chor ist eine kleine Zigeunerin und Zigeuner, also eine Rasse muss drin sein. Ja? Ja, wir haben mehrere Aufgaben. Also wir haben sowohl Volk als auch Soldaten, als auch Frauen, die verführen, als auch Frauen, die miteinander keifen und schimpfen und auch die dann an Schmuggler unterwegs sind. Also man hat da als Chormitglied sicher 3, 4, 5 verschiedene Rollen. Covid-19, gell, natürlich eine schwierige Probezeit gewesen, nehme ich an. Ja, singen alle zusammen, aber mit Abstand. Das ist schwierig, gell? Ja, es ist eine besondere räumliche Dimension, die nicht so leicht ist, weil man es gewohnt ist, dass man neben sich einen Kollegen hat. Aber im Bereich von der Bühne ist ja sowieso die Szene immer ein gewisser Abstand sowieso gegeben. Nur wenn wir jetzt im Chor immer Küsser täten, wir küssen lieber die Töne statt den Nachbarn. Du bist ein eindeutiger Profi, aber auch für dich eine spezielle Rolle. Aber sie machen es gut, gell? Ja, wir sind gut dran. Wir haben ein Jahr lang geprobt. Wir haben wirklich ganz viel Intensität hineingelegt. Und jetzt geht es halt darum, dass man das eben in einer freien Atmosphäre, wo man eben nicht so viele Rückmeldungen kriegt, akustisch, dann trotzdem einen gemeinsamen Klang entwickelt. In 2 Wochen genau ist Premiere. Wie hoch ist der Puls? Ja, im Moment sind wir eigentlich sehr gut in der Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie einen Stress hätten. Wichtig ist, dass man eben schneller die Sachen, die man geübt hat, auch wirklich auf der Bühne sich erinnert. Manche sind fasziniert von der Solisten und dann denken sie, ah ja, das wäre meine Stelle gewesen. Und das ist natürlich immer so ein Thema, wo man dann mit der Zeit nur mal sich fühlt als Teilnehmer mit einer kleinen Aufgabe, sondern eine große Aufgabe, nämlich seine Partie mit der Kollegen im Chor gut zu liefern. Ah, da liefst du mir ein Stichwort, gell? Ein riesen Flirtete mit der Carmen, die übrigens bei der La Traviata Flora gesungen hat. Ein riesen Flirtete, gell? Auch von den älteren Herren. Da meinst du, vergisst das Singen manchmal fast. Richtig, du hast es genau richtig beschrieben. Manchmal denken wir so, jetzt kommt die Stelle. Wieso schaust du so verliebt? Aber da muss er weg, he? Bis zur Premiere. Ja, das wird mit der Zeit, kann man sich ja in einer Beziehung auch nur mit den Schmetterlingen im Buch unterwegs sein, sondern auch mit einer gewissen, jawohl, ich kenne die Frau jetzt mittlerweile, sie ist zwar eine Hübsche und sie singt toll, aber eigentlich sind wir miteinander auf der Bühne ein Team. Was bedeutet das für dich, also dem Chor mitsingen? Das ist unlässig, das ist ein ganz lässiges Hobby, das man hat. Und die Kameradschaft hier im Chor ist ganz toll und wir kommen sehr gut miteinander aus. Und der Aufbau von so einem Werk ist einfach etwas Einmaliges. Silvia? Der Christian hat eigentlich schon alles gesagt. Es ist einfach toll zum Singen, es ist toll zum so ein Werk erarbeiten, es ist spannend und es kommt jedes Mal beim Proben wieder etwas Neues dazu. Ich finde das genial, mir gefällt es. Es ist schön, das Bühnenbild auch jedes Mal, wenn man wieder kommt, wieder etwas Neues ist und so Gestalt annimmt. Das macht einfach Spass. Ich glaube, das kommt gut. Wir hatten ja lange Bedenken, ob es das wirklich jetzt wird oder nicht. Und jetzt sind wir eigentlich alle unglücklich, dass wir es wirklich schaffen und wir freuen uns wahnsinnig auf die Premiere. Wie war das jetzt so? Weißt du, so daheim proben und so? Das ist speziell, oder? Ja, schon speziell, aber eben, es war gut, dass du dann wieder mal gesehen hast. Ich habe das Gefühl, es ist auch wahnsinnig schwierig, gell? So ein bisschen zack, 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 zack. Es ist schnell und viel Text und Französisch. Ja, das ist es. Am Anfang hat man das Gefühl, das kann man ja nicht einmal lesen, geschweige denn auswendig singen, aber mittlerweile ist das es kommt mit der Zeit. Automatisch. Kommt es mit der Zeit so? Es kommt mit der Zeit, weißt, ja. Einschnaufen, ich gut und wechseln und nichts ist richtig. Du, gell, ist brutal. Du könntest es auch, hä? Nein, eben nicht. Ich habe gestern gestaunt, denke, mein Gott, bin ich froh, bin hinter der Kamera muss nicht mitsingen. Aber ist schon schwierig, nicht? Ja, schon. Man muss einfach präsent sein, ja. Immer und wie der Bill sagt, vorausdenken, was kommt als nächstes, weil sonst wirst du überrascht, wo man einsetzt. Ja, genau. Dann ist schon spät. Du, Sarina Sieber, du machst Choreografie. Was ist da wichtig bei der Carmen? Was liegt dir am Herzen, zu umsetzen?
Ja, es hat relativ viele bewegte Szenen dabei und dass auch alle gut aussehen, also vom Chor wie auch von den Hauptdarstellern. Und schnelle Wechsel, gell? Und schnelle Einsätze, das ist gar nicht einfach, oder? Nein, vor allem eben mit dem Chor, weil da sind recht viele Leute und dass man die dann alle schön am Ort hat mit den Bewegungen und so. Und lange Probe hast du ja nicht können, gell? Jetzt in dieser speziellen Zeit. Also lange dir die Probezeit jetzt? Ja, ich denke schon, da bringen wir schon an. Wir haben es einfach ein bisschen vereinfacht. Du beratest, du machst selber sicher auch mit. Ja, bei einem mache ich auch mit der Gruppe mit, selbstbestimmt, ja. Das Orchester ist noch nicht da, also ist noch eine relativ kurze Geschichte jetzt bis zur Premiere, oder? Genau, wir sind eine Woche auf der Seebühne jetzt und das Orchester, das Sinfonieorchester Liechtenstein, kommt erst am Freitag, also ungefähr in einer Woche. Und wie immer, das Orchester hat wenig Zeit, nur zwei Proben und dann ist schon los mit den Bühnenproben und in einer Woche ist Premiere. Du bist eigentlich Amerikaner, aber inzwischen habe ich gemerkt, du singst manchmal auf Französisch mit, gell? Ja, ich habe mein Studium in Frankreich gemacht. Ich habe fast so etwas vermutet, gell, dass du noch Französisch mal gelernt hast, dass du so, so sprechsicher mitmachst. Also für die anderen natürlich relativ eine grosse Herausforderung, natürlich, oder Französisch? Für einige ist es eine große Herausforderung, die das noch nicht so viel gemacht haben, aber wir haben viel Wert darauf gelegt. Und wir haben einen Experten, unseren Pianisten Jean Lemaire, der Franzose ist. Und er hat viel mit den Solisten gearbeitet. Und jetzt machen sie das recht gut. Sehr schnelle Passagen auch für den Chor, sehr schnelle Einsätze. Also recht eine schwierige Geschichte, das Ganze, oder? Für den Chor, es gibt alles. Es gibt wunderschöne lyrische Stellen. Sie singen viel mit den Solisten. Es ist sehr anspruchsvoll. Es ist viel, es ist auf einem sehr hohen Niveau. Aber für den Chor ist es schön dankbar, wenn sie engagiert sind. Bist du zufrieden mit ihnen bis jetzt? Ja, sehr. Ja. Die Leistung ist super. In dieser Corona-Zeit war es schwierig. Sie haben weniger Zeit gehabt vorzubereiten, mit der großen Pause im Frühling. Und sie haben viel Zeit genommen, hat früher von den Ferien gekommen. Und sie sind voll dran und sie machen das super. Und du hast immer Humor. Also das ist etwas, so die Aussage. Also, ja. Du bist sehr genau und hast Humor. Genau. Die zwei Sachen sind gut. Besser als umgekehrt. Wie machst du das? Wie bereitest du dich vor auf das Ganze? Also, hast du nie irgendwie mal, ja, einfach denkst, das ist eine wahnsinnige Anstrengung, oder? Ja, das erleben wir alle. Aber wenn etwas anstrengend ist, gibt man mehr Zeit und mehr Mühe. Und langsam ist es kommt durch. Ja. In dem Fall auf gutes Gelingen, hä? Ja. Eigentlich fast ein Jahrtausend-Ereignis, dass so etwas in der Covid-Zeit überhaupt stattfindet. Genau. Das ist dank Kuno, selbstverständlich. Er hat eine riesige Leistung gemacht. Und wir freuen uns jetzt. Die Bühne ist eine dritte Größe. Ja. Ja, das ist wunderbar. Es kommt gut. Wie ist das Spielen hier oben? Bist du schon ein paar Mal hier oben? Ja, jetzt zwei, drei Mal schon. Das kommt gut. Nina Giovanoli, du bist Regieassistentin. Du nimmst es mit Humor und gleich ist ein Stress, oder? Das musst du. Also ich bin jetzt schon 30 Jahre im Theater tätig und anders geht das nicht. Jetzt ist eine grosse Bühne, es ist ein riesengroßer Chor, es ist ein Laienchor und da müssen wir Positionen festhalten und immer wieder mit ihnen reden und haben ja vorher nicht gross können proben. Jetzt sind wir seit ein paar Tagen auf der Seebühne. Wie schwierig und wie einfach ist das Ganze jetzt so umzusetzen in zwei Wochen? Weil in zwei Wochen ist eine Premiere. Ja, jetzt braucht es einfach Disziplin, und zwar von allen. Und wir müssen uns jeden Gang immer wieder gut überlegen. Kuno und ich sprechen uns jeden Morgen ab, wie die Probe stattfindet. Und heute ist extrem wichtig, dass wir einfach mit dem Chor können, uns viel Zeit nehmen für alle die Gänge, weil es sind viele Leute auf der Bühne, die man büscheln muss. Genau, und schnelle Passagen, schnell einsetzen, schnell reagieren, gell? Ja, unbedingt, ja. Und korrigieren. Wie hoch ist dein Impuls jetzt?
ruhig, patschiefig. Mein Puls ist dann hoch am 8. August. Dann schon, aber dann kannst du nichts mehr machen. Nein, dann muss man es laufen lassen, Vertrauen haben und vor allem auch Vertrauen haben auf die Arbeit, die man geleistet hat. Und dann kommt es gut. Bei diesem Teamgeist und diesem Einsatz kann es gut kommen. Eigentlich war es ja eine Chorprobe. Aber die Garnendarstellerin Katrin Walder, Tänzerin, Mezzosopranistin und auch Doktor Naturwissenschaft, ist mit Mann und Kind gerade vorbeispaziert, hat reingelassen und gesagt, sie hat euch gehört. Und unkompliziert, wie sie ist, ist ja gerade für ein Interview parat gewesen. Ich habe sie zuerst gefragt, was ihr das bedeutet, jetzt eine Carmen hier darzustellen. Als Carmen, das ist natürlich eine ganz spezielle Herausforderung. Möglichst jetzt alles zusammenzubringen, auch alle Disziplinen. Yeah. Wir haben hier Tanz, wir haben eine kleine Kampfeinlage sozusagen. Genau. Und dass du runterschaust, das sind die Kinder? Ich schaue also, meine Kinder an, genau, die zieht gerade hier an mir. Ja, du bist echt du bist so vielseitig unterwegs, ja? Genau. Genau, Multitasking. Genau. Und das spielt ja überhaupt keine Rolle, das schaffst du locker weg. Das geht immer, das geht auch in München. Und die Kinder sind im Gegenteil das, was mich noch irgendwie erdet und festigt. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie da sind. Und im Grunde genommen etwas ganz Spezielles, dass diese Oper überhaupt stattfinden kann, ja, oder? Ja, absolut, ja, absolut. Jetzt mit dieser Corona-Zeit ist natürlich verschärft, das ist klar, ne? Ja. Aber wir kriegen das schon auf die Reihe, glaube ich. Alle zusammen, es halten alle super gut zusammen. Ja. Jeder ist vorsichtig und solidarisch und da müsste das schon klappen. Und du hast guten Kontakt zu den Männern, habe ich festgestellt, im ersten Akt. Die vergessen fast das Singen, wenn du mit ihnen flirtest. Ich hoffe dann bei der Aufführung nicht, aber es ist ein schöner Nebeneffekt, oder? Ja, freilich. Natürlich. Du hast da in Cannes schon Mercedes schon gesungen, oder? Also das ist ja nichts Neues, genau, die Oper. Genau, ja. Aber die Cannes ist nochmal eine andere Herausforderung, auch von der Sprache her und so weiter, natürlich. Das Französisch ist gar nicht ohne, genau, ja. Absolut. Also auch gesangstechnisch, man singt ja nicht, wie man spricht. Ja. Muss schauen, dass die Resonanzräume offen bleiben und das ist schon, ja, ja, ein gutes Stück Arbeit, aber macht Spaß. Das sieht man. Okay. Und jetzt geht's mit den Kindern ab aufs Schloss. Jetzt gehen wir nach Hause, essen eine Pizza. Ja. Und dann, am Montag stehen wir wieder hier in alter Frische. Carmen, Seebühne, sagen wir jetzt mal, Werdenberg Schlossfestspiel. Ein Jahrtausendereignis eigentlich. Im letzten Jahrtausend schon mal aufgeführt dort im Schloss oben. Jetzt ein Gestade des Sees und natürlich auch ein Jahrtausendereignis, dass wir es überhaupt können durchführen können. Das hat Mut gebraucht, nehme ich an, oder? Ja, es hat wahrscheinlich weniger Mut gebraucht als einfach einen festen Willen, dass man die Möglichkeiten ausschöpft und alles versucht, um es doch zu realisieren. Und es ist eigentlich das Schöne daran, dass wir so weit sind, dass wir jetzt wirklich alle die Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben und dass wir eine Bühne haben, wo wir grosszügig arbeiten können und das Publikum und die Mitwirkenden geschützt sind. Du hast die Bühne gestaltet, hat mir Jörg Gant dabei gesagt, du machst Licht, du bist eigentlich überall dabei, du springst umeinander, du machst Positionen einstudieren. Hast du nicht lange Zeit gehabt, ist fast die erste wahrscheinlich grössere Probe auf der Bühne, auf der Seebühne. Wie schaffst du das? Ja gut, wenn man zu so etwas A sieht, muss man auch B sagen. Es ist nicht so, dass ich alles mache. Also die Bühne ist gestaltet von René Düssel. Seine Handschrift ist hier sichtbar, das ist eine grosse Erleichterung. Es hat extrem viele Leute, die im Hintergrund helfen und zu beitragen, um das zu realisieren. Meine Aufgabe ist, ein bisschen das Zeug zu koordinieren und meine Aufgabe ist vor allem, das als Regisseur auf dieser Bühne so zur Geltung zu bringen, dass es eben dann auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt und dass es wirklich auch ein ausgesprochenes Opernvergnügen ist, hier dabei zu sein.